Hallo und herzlich willkommen. 0 hoch 0, was kommt da raus und warum? Das werde ich dir in diesem Video erklären. Du siehst hier schon diesen Strich. Ich werde das auf zwei Arten machen. Und am Ende gibt es ein, finde ich, überraschendes Ergebnis. Ja, lass dich überraschen und versuch mal mitzudenken. Ich fange mal an. Also. 0 hoch 0, wir wollen jetzt also wissen, was könnte da rauskommen. Ich habe schon mal ein Video gemacht zu dieser Gesetzmäßigkeit. X hoch 0 gleich 1. Also egal, welche Zahl ich hoch 0 nehme, da kommt immer 1 raus. Das Video kannst du dir nochmal sonst anschauen, wenn dir das jetzt gerade nicht mehr so geläufig ist. Aber das hatte ich sehr schön gezeigt. X hoch 0 ist 1. Daraus folgt natürlich dann ja auch, dass 0 hoch 0 eben halt auch gleich 1 ist, weil für x kann ich ja 0 einsetzen. Gut, jetzt schauen wir mal hier auf der anderen Seite. Es gibt nämlich auch ein Gesetz, das lautet 0 hoch n ist gleich 0. 0 hoch n gleich 0, dazu habe ich kein Video gemacht. Das ist nämlich eigentlich schnell erklärt. Egal, wie hoch ich 0 nehme, sagen wir mal 0 hoch 5, dann habe ich hier stehen 0 mal 0 mal 0 mal 0 mal 0. Ja, da kommt natürlich 0 raus, ne? Also egal, womit ich die 0 hochnehme, da kommt garantiert 0 raus. Das heißt, in dem Fall, dann muss ja bei 0 hoch 0 0 rauskommen, ja, weil das ja anscheinend bei jeder Zahl klappt. Ja, und jetzt sieht man etwas Überraschendes. Wir haben hier zwei verschiedene Ergebnisse, die beide völlig logisch sind, aber komplett unterschiedlich. Weil 1 und 0 ist ja nun mal nicht dasselbe. Das ist natürlich ein Problem in der Mathematik und man hat sich deswegen auf Folgendes geeinigt, dass man also 0 hoch 0 gar nicht eindeutig bestimmen kann. Ja? Das heißt, 0 hoch 0 ist nicht definiert. Du kannst das auch so schreiben, 0 hoch 0 ist gleich und dann machst du da so einen Blitz hin. Du kannst das auch mal mit dem Taschenrechner ausprobieren. Tipp mal ein, 0 hoch 0, du erhältst einen Error. Ja, ich hoffe, es war nachvollziehbar. Mehr gibt es da nämlich schon nicht zu sagen. Lass mir gerne einen Like da, abonniere meinen Kanal und schau dir meine anderen Videos an. Tschüss!